Okay, es gibt keine Klappe, okay, mache ich die heute selber. Also ich bin der Peter und bin jetzt in kurzer Zeit zum zweiten Mal bei Jeet. Und wir haben einen schönen Abend gehabt, der war einfach zu schön. Und wir haben über meine Idee von der ganzheitlichen Sichtweise auf das Kfz philosophiert. Und sind ganz woanders gelandet. Das war sehr schön. Ja, und der Jeet war der Meinung, ich könnte heute noch mehr machen. Passt sehr gut in meinen Marketingplan für 2012 rein, der irgendwie immer noch leer ist und jeden Tag neu beschrieben wird. Und ich möchte etwas geben auch. Ich möchte das, was ich bin, euch geben, damit ihr mehr nachdenken könnt, auch für die Leute, die hier sind. Und es auch für dich, dass wirklich mehr passiert, also dass wir mehr bewusst durchs Leben gehen und nicht so mit verbundenen Augen tapsen. Dass wir mehr wahrnehmen, mehr auch den anderen wahrnehmen und uns dabei mitunter, wenn wir viel Glück haben, auch selber sehen. Wenn wir das schon schaffen, haben wir viel geschafft, wenn wir uns selber sehen. Jeet sieht mich gerade. Ja. Ein bisschen was noch zum Auto. Das Auto ist nur der erste Moment. Dahinter steht viel mehr. Es ist dieses Selbst, was viele Menschen sich kreieren, und dann ist das Auto manchmal mehr wert wie die eigene Familie oder dann die Radkappen, die dann von der Partnerin verkratzt worden sind beim Einparken, parken löst dann ein Chaos oder eine Scheidung aus, wie auch immer. Und es sind diese kleinen Hinweise, wo wir mal etwas wacher durchs Leben gehen sollen. Ich habe mich entschlossen, nach bald 30 Jahren Arbeit am Kfz und immer wieder mit den Menschen, auch unbewusst, das war verrückt, also in meiner Zeit, als ich eine Tankstelle hatte, da habe ich gedacht, ich bin der Dorffahrer, weil die Leute mir alles erzählt haben aus ihrem Leben. Das war schon sehr verrückt, sehr, sehr verrückt. Aber daraus ist erwachsen, dass ich heute als Bewusstseinstrainer durchs Leben gehe und eben Menschen zur Seite stehe, die gerade auf ihrem Weg ins Stocken gekommen sind. Wie auch immer. Und ich habe das Glück, dass ich so in ganz Deutschland noch nicht, aber in sehr vielen Bundesländern Leute habe, die mich anrufen und sagen, kannst du mal kommen und mir helfen? Und ich komme gerne. Und sie kommen auch zu mir. Die Wege sind manchmal sehr lang, bis sie zu mir kommen. Das ist schon erstaunlich. Es macht mich immer wieder traurig, wenn Menschen also Familien mit ihren Kindern kommen, die dann krank sind und sagen, was kannst du tun? Ne? Und wenn ich dann einen Elternteil nach Hause schicken muss mit dem Kind und sagen, okay, ich mache mal was mit der Mutti oder mit dem Vati, mal gucken, was dann passiert. Und oft ist das dann der Volltreffer, weil das Kind es für diesen Elternteil trägt. Auch das sollte man sich bewusst sein, dass die Kinder sind unsere Geschenke. Ja, ich werde auch gerufen, wenn es Energien in den Häusern gibt, die unerklärlich sind, unangenehm. Schlicht, man fühlt sich nicht gut im Haus. Also vom Poltergeistern möchte ich jetzt nicht reden, aber man fühlt sich nicht gut im Haus. Also erst kürzlich war ich im Erzgebirge und es ist meines Wissens in meinem Bekanntenkreis der Mensch mit dem größten Keller. 400 Meter lang, glaube ich. In seinem Keller beginnt ein Stollen in den Berg hinein. Und wo er das erste Mal darüber erzählt hat und dass er diesen Stollen aufgemacht hat, der zugemauert war, haben mich quasi schon gleich vier Augen angeguckt. Und nachdem ich dann bei ihm war, war es harmonisiert. Vier, weil die andere da hängt. Das ist Wahnsinn. Für Menschen, die sich das nicht so vorstellen können, ist das unglaublich. Für Menschen, die es fühlen können, die sagen dann ja. Und oft ist unser Verstand im Weg. Wir sollten mehr auf das, was unser Gefühl uns sagt, hören, denn da ist die Wahrheit. Und die ist klar.
klar. Völlig klar. Und der Verstand vergleicht nur mit Dingen der Vergangenheit. Und er möchte gerne die Regentschaft behalten. Aber eigentlich soll es so sein, dass der Verstand dem Herzen dient. Und nicht andersrum. Derjenige, der mit Herz und Verstand durchs Leben geht, der ist ein Geschenk für jeden, den er trifft. Ja, es war jetzt ein wenig philosophisch. Ich frage mich auch in dieser Runde, welches Geschenk kann ich euch noch machen? Das Donner, was du gegeben hast, ist der Donner der Stille. Ja. Warum ist die Stille ein Donner? Ja, warum ist die Stille denn? Das soll dieses aufreißende Motto gewesen sein. Dass, unser Verstand versucht das immer zu verarbeiten. Oh, Donner, Stille, das geht gar nicht, funktioniert nicht. Aber der Donner der Stille ist manchmal mächtiger, als wir glauben. Weil wir so große Probleme haben, in die Stille wirklich zu kommen. Der Donner funktioniert vom linken Ohr zum rechten Ohr und wieder zurück. Und da muss man schauen, inwieweit dieser Donner von mir erschaffen ist und wie weit ich ihn bändigen kann oder annehmen kann und gehen lassen kann. Das Ego macht, ich nenne es jetzt mal Ego, Sachen mit uns, die tun uns nicht immer gut. Ich war kürzlich damit konfrontiert, das ist schon über ein Jahr her, dass der Kater gestorben bei uns. Und ich bin auch so mutig, ich sage, ich spreche auch mit denen, die man nicht sieht. Und das, was auf der anderen Seite der Ebene ist, die wir sehen. Und dieser kleine Kater hat sich gemeldet bei mir, als er tot war. Und hat mir Botschaften gegeben. Und er hat mir sowas von gezeigt, dass ich sehr oft in einem kleinen, aber witzigen Ego war zu ihm. Und welch große Seele in diesem kleinen Kater war. Aber ich habe es bis zu seinem Tod nicht sehen wollen, weil ich etwas anderes hineininterpretiert habe. Ich darf das jetzt wieder lernen. Ich habe nämlich noch eine Katze, die schon sehr, sehr lange bei mir ist. Und sie redet jetzt mit mir. Die stellt sich vor mir hin und dann, aha, gut. Ja, das ist, wenn man sich für alles öffnet und dann doch das eine eben nicht als ein Wesen Gottes betrachtet, dann sieht man nicht alles. Denn alles ist göttlich. Wir haben allerdings so ein Denken gelernt bekommen, dass wir so in kleine Schächtelchen denken. Und oft machen wir ein Schächtelchen auf. Und dann ist unser Denken nicht unser Denken, sondern das, was wir irgendwann mal als Wahrheit zu uns genommen haben. Ich kann auch nur jeden einladen, versuchen, diesen Gang durchs Leben nicht so zu gehen, sondern auch mal nach rechts und links zu schauen, was dort ist. Es kann interessanter sein und lebensbereichernd. Ja, das ist auch eine Einladung an jeden. In der letzten Zeit habe ich also ein ganz starkes Thema und das Thema heißt immer, was würde die Liebe sagen? Das heißt, in allem, was wir tun, egal wie wir jemanden beschreiben, was würde die Liebe sagen, wenn wir jemanden beschreiben oder eine Sache beschreiben oder in einer Sache drin sind, wo wir keine Lösung finden. Das ist ein sehr hilfreicher Weg, der natürlich auch dann auf uns zurückfällt und uns auch stärker macht. Ich erlebe mich immer wieder dabei, dass ich Menschen dazu bewegen kann, andere Sichtweisen zu bekommen über das Leben, über sich selber, auszusteigen aus diesen festgefahrenen Ansichten über das Leben. Und da bin ich dann jemand, der sie ein wenig schubst. Ein wenig. Ein Karateschlag wäre da nicht so gut, weil Ratschläge sind auch Schläge, deswegen ein bisschen schubsen. Und ich erlebe immer wieder, dass es
dann auch genau der richtige Punkt ist, den ich angeschoben habe, und dann fließt es wieder und die Leute sind glücklich und ich bekomme dann E-Mails, mir geht's wunderbar, ich bin glücklich, und dann, oh toll, schön, super. Das ist dann eines der schönsten Feedbacks, die man bekommen kann, wenn die Arbeit, die man gemacht hat, solche Früchte trägt, dass Menschen ihre Liebe zu sich wiedergefunden haben und erkennen, dass da ein Schlüssel ist, in dem, wie ich bin und was ich tue und was mir dann passiert. Das Gesetz der Resonanz wirkt knallhart. Das, was ich aussende, kommt zurück. Also lade ich jeden ein, Liebe auszusenden. Macht uns alle stärker. Ich würde gerne, weil es auch eine Live-Sendung ist, nachdem wir vielleicht eine kleine Fragerunde machen, dann nochmal eine kleine Meditation in Sachen Liebe machen. Jeet, ist das okay? Gut, dann stelle ich in dieser Runde jetzt ein paar Fragen. Also ihr dürft mir die stellen, ne? Warum soll ich die stellen? Ich kann zwar jeden aufrütteln jetzt, aber warum? Ihr dürft die Fragen stellen. Siehst du die Welt schon immer mit diesen Augen, wie du sie heute siehst, oder gab es einen entscheidenden oder mehrere Wendepunkte, die dich wachgerüttelt haben? Ach, ein herrlicher Punkt. Irgendwie 87 oder 86, 87, 1988, hatte ich eine Kundin, ich wusste nur, sie ist Friseuse und brauchte neue Zündkerzen. Ich schraube so Zündkerzen rein. Und dann meinte sie, du hast heilende Hände, ne? Ich sage, ich schraube Zündkerzen rein. Nee, du hast heilende Hände, ne? Sehr interessant. Ja, und dann hat sie mich eingeladen und dann kam ich in einen Raum und sie war sehr verbunden, viele Heiligenbilder und so. Und dann habe ich gedacht, oh, interessant, kannte ich so auch noch nicht. Das war so ein entscheidender Punkt, der mich ein Stück wachgerüttelt hat. Zu einer Lebensaufgabe, die ich jetzt erst in der Form annehme. Also ich bin auch viele Jahre durch die Welt gegangen und sagen wir mal, ich habe mich unterm Auto versteckt. Das ist so den Jeet seine Idee, wo man sich versteckt, die Tarnkappe. Ich hatte das Auto oft als Tarnkappe. Aber es hat nicht geholfen. Die Leute kamen mit ihren Problemen und die waren nicht am Auto. Sie waren, Lebensprobleme wurden bei mir erörtert. Das war Wahnsinn. Und ich glaube, ich war die einzige Kfz-Werkstatt, die einen Therapieraum hatte. Ich hatte auch einen Ergotherapeuten beschäftigt. Und wir haben wirklich gearbeitet an Autos und wir haben einen Therapieraum gehabt, sogar mit einer Klangliege. Und wir haben Sachen gemacht, die gab es nirgendwo. Also, da wurde Familienstellen gemacht, da wurde geschraubt. Also es war verrückt. Es war wirklich sehr verrückt. Es hat dann dazu geführt, dass ich das auch geschlossen habe, die Werkstatt, weil ich habe gemerkt, das ist ein anderer Weg. Aber ich hatte auch Probleme, das aufzulösen und loszulassen. Also da war ich dann auch konfrontiert mit dem Loslassen. Ne? Ich hatte so einen schönen Feng Shui-Garten und den wollte ich eigentlich behalten, aber ich durfte ihn loslassen. Ich hatte Kois, die mir aus der Hand gefressen haben. Ne? Also das war schon besonders. Aber ich durfte loslassen, um diesen neuen Weg zu gehen. Ne? Du hast eine Frage. Sprich sie aus. Eigentlich hast du meine Frage schon alle beantwortet. Ne? Die Frage ist ein bisschen lauter. Ja, die Frage ist doch hingestellt. Was ist konkret jetzt dein Weg? Welchen Weg gehst du jetzt konkret, persönlich? Persönlich. Also ich gehe einen Weg, wo ich eine Idee habe von der Welt und wo ich mich drin sehe, wo ich mich verwirklichen kann. Ich habe einen Club gegründet, der nennt sich Club Freier Denker. Und alle, die an diesem Seminar Club der Freien Denker teilnehmen, sollen Mitglied dieses Clubs werden. Denn wenn die Menschen freie Denker werden, in Selbstbestimmung durchs Leben gehen, haben wir eine glückliche Gesellschaft. Und so möchte ich meine Kraft da reingeben, dass es immer mehr Menschen gibt, die in Selbstbestimmung und frei durchs Leben gehen. Dieser Arbeit ist die meine, aber es werden auch Sachen an mich herangetragen, zum Beispiel eine Sterbebegleitung oder so, das mache ich auch, das habe ich kein Problem mit.
Aber es sind dann spezielle Sachen. Also Leute, die mich auch persönlich kennen. Grüße von Jar. Von Holder, Polder. Sie freuen sich leicht dabei zu sein. Einer meldet sich gleich zu euch. Viel über Denken, freie Denker. Dann wird viel über den Geist gesprochen. In den letzten Jahren interessiert war das oft, wenn viele Menschen interviewt haben, dass so, was ich gespürt habe bei vielen Menschen, das war eine andere Ebene, aber sie haben den Körper irgendwie abgekoppelt. Also es war ich weiß, was du meinst. So. Mhm. Und das spüre ich bei dir einfach nicht. Vielleicht kannst du es, wäre schön, wenn du da ein paar Worte sagen könntest. Einfach das freie Denken, aber dass der Körper dennoch involviert ist, also dass es sich losgelöst ist. Ja, also, erstmal, die Idee des Club des Freien Denkers kommt wohl daher, dass ich wohne in Stasiedl und der Nachbarort ist Röcken und dort ist das Geburtshaus von Nietzsche. Und der hat, ja, und der hat den ersten Club der Freien Denker meines Wissens gemacht, hier in Leipzig, im Kaffeebaum, glaube ich, war das. Ja, und deswegen habe ich gedacht, okay, dann wird diese Idee weitergetragen und vielleicht bekomme ich eine Runde zusammen und wir werden irgendwann im Kaffeebaum das weiterführen. Ne? Das war so die Idee. Aber dein Ansprechen war richtig. Also sehr viel, was ich mache, also mit dem, was ich mache, ist, dass ich die Menschen, ich zeige den Menschen einen Weg, wie sie von dem Kopf ins Herz kommen. Und dass hier die Wahrheit ist und nicht der Kopf. Also ich trenne das nicht. Also ich sehe auch genau, wer da in einer Kopfenergie ist und wer nicht und wer ein anderes Thema hat. Also das ist ein Hauptthema, wenn ich mit Menschen arbeite, dass sie in ihre Herzensenergie kommen. Es gibt auch Situationen, wo ich mit den Menschen singe und tanze, die dann, also ich bin heute so wie auf dem Sprung, aber es soll heißen, ich bin zugeknüpft. Ich möchte, dass ihr euch aufknüpft, dass ihr euch öffnet. Für alles. Ich kann das symbolisch sogar mal jetzt ausziehen. Ich knöpfe das jetzt auf. Und dass ihr aufgeknöpft, vollen Herzens, mit offenem Herzen durch die Welt geht. Deswegen fand ich das vorhin so lustig. Ich zieh die Jacke aus. Es gab einen Punkt, wo sie auszuziehen war. Also, dass ihr euch öffnet für das, was ist. Und mit vollem Herzen durchs Leben geht. Das ist also das A und O. Dem ist im Grunde nichts mehr hinzuzufügen. Der Rest kommt von selbst. Ja. Es sei denn, es möchte noch jemand etwas in den Raum geben. Ich frage mich, was mich davon trennt, genau das zu tun, was du gesagt hast. Dieses, ich öffne mich einfach, hey, ich zeige mich, ich sehe alles, wie es ist und sage, wow, wie schön, die Vielfalt. Das kann ich zwar in Worte fassen, aber fühlen kann ich das nicht. Okay. Du kannst es nicht fühlen. Wie wäre es, wenn du ein paar Übungen machst, 21 Tage lang vorm Spiegel, in dem du sagst, ich erlaube mir jetzt mein Herz zu fühlen. Hättest bloß dich gefragt. 21 Tage Spiegel habe ich schon. Das ist eine Idee, du kannst es tun. Ja, gut. Ich hätte noch eine Frage. Gibt es bei dir noch Ballast oder irgendwelche alten Sachen, die dich hindern, deinen Weg zu gehen, den nächsten Schritt zu gehen? Und welcher ist denn vielleicht der nächste Schritt? Hast der nächste einen? Schritt? Ja. Boah, der nächste Schritt, das ist eine gute Frage. Also ich bin in so einer glücklichen Situation, dass ich das Leben fließen lasse. Und manchmal morgens um 9:30 im Bett sage ich zu meiner Petra, sollen wir jetzt mal aufstehen? Weißt du eigentlich, welches Glück wir haben, dass wir hier noch im Bett rumliegen können? Ne? Manchmal reißt uns natürlich die Kundschaft von dem Immobiliengeschäft meiner Freundin raus, aber
oft lassen sie uns auch in Ruhe, weil sie hat das noch nicht abgegrenzt, also dass sie erst um 10 Uhr angerufen werden. Also mein Ziel ist es, im Jetzt, im Sein zu leben und schauen, was kommt. Ich nehme das, was kommt. Und es kommt immer das Richtige. Ich habe aufgehört, in dem Hamsterrad zu laufen. Aber ich lebe eigenverantwortlich. Es gibt keine Arge, die für mich bezahlt und nichts anderes, der für mich zahlt. Ich sorge für mich selber. Und alles kommt, wie ich es haben will. Wie ich es brauche. Ich bin aber auch offen für alles. Ich habe auch schon mal also einen ganzen Monat lang einen Dachboden ausgebaut für einen Freund. Habe ich auch kein Problem mit. Weil ich eben als Handwerksmeister da sehr gute Qualitäten habe. Ne? Also ich bin offen für alles, was kommt. Und ich, also Jesus hat oder Gott hat zu Noah gesagt, bau eine Arche. Und er hat gesagt, ich kann keine Arche bauen. Und Gott sagt nochmal, baue eine Arche. Und er sagt wieder, ich kann keine Arche bauen. Und dann sagt Gott, du weißt nie, was du kannst, bevor du es versuchst. Und das sollte ein Leitspruch sein. Und nicht, ach, das kann ich nicht und überhaupt auch. Nee, nee, einfach nach vorne gehen. Und das, was kommt, ist jetzt richtig. Weil wir bekommen keine Aufgabe, die wir nicht lösen können. Die gibt es nicht. Die wird uns nicht gestellt. Das sehe ich auch, ja. Es gibt noch diesen buddhistischen Spruch, wenn der Schüler bereit ist, kommt der Lehrer. Wenn die Schüler wussten, dass es so einen Spruch gibt. Dann müssen wir wegbleiben. Von den Lehrern, die keine sind. Es gibt viele Lehrer, aber viele Lehrer sind auch Lehrer, weil sie noch viel zu lernen haben. Auch ich bin noch am Lernen. Also man darf sich dessen auch bewusst sein. Und ich genieße diese Runde, muss ich auch sagen. Und ich sage auch nochmal Dankeschön an den Jörg, der ist gar nicht dran. Okay. Deine Seele ist überall. Ja, dass wir überhaupt hier sein dürfen, wirklich danke. Was kann ich Gutes tun für euch? Ich kann ein wenig fühlen, dass dir was auf der Zunge liegt, aber du musst es schon sagen. Das ist ziemlich alles zu sagen. Mhm. Du musst nichts tun, um uns zu beschämen. Mhm. Auch gut, ja. Du bist geschenkt genug. Danke. Du hast von Singen und Tanzen gesprochen und das möchte ich noch erleben. Spätestens morgen Nachmittag oder abends. Ach ja, das habe ich gar nicht zu Ende geführt. Genau, das Singen und Tanzen. Und zwar gibt es da eine CD von Anke Konrad, Komm ins Herz heißt die. Und da gibt es einen Refrain, der heißt, es ist ein Segen, glücklich zu leben. Den sollte man tanzen und singen. Das macht was mit einem. Ich habe schon viel gemacht mit Leuten. Genau. Wir vergessen das manchmal, dass es sowas gibt. Ah, noch eine schöne Geschichte. Eine Freundin von mir, Heilpraktikerprüfung. Ich komme in das Bad, einen Tag vorher, also vor dieser Prüfung. Das ganze Bad ist voller kleiner Klebezettel. Pflichten des Heilpraktikers. Ich habe gedacht, wo bin ich denn hier? Na? Und sie dann einen Tag vor der Prüfung. Und dann, eigentlich habe ich keine Zeit und so. Und ich sollte nur das Auto abholen. Und dann setze ich mich an den Tisch und sage, hast du nicht einen Tee, Helge? Ja, okay. Sag ich, du hast was vergessen, da fehlt ein Zettel. Da war die Panik, da war wirklich Panik im Raum. Ein Zettel wurde vergessen. Ne? Und dann guckt sie mich groß an, wieso ich weiß, ich mache ja keine Heilpraktikerprüfung, dass da ein Zettel fehlt. Ja, und da fehlte der Zettel, die Pflicht, glücklich zu sein. Die vergessen wir.
und selber Momente zu geben, wieder glücklich zu sein. Es steht nicht geschrieben, dass wir jeden Tag arbeiten sollen bis zum Umfallen und uns mit Dingen beschäftigen, bis wir nicht mehr können. Aber eine Pflicht, glücklich zu sein. Ich stelle gerade fest, es gibt viele Sätze, zum Beispiel dieser Satz, ja, man kann ja viele Bücher aufschlagen, Ratgeber von der Erlösung oder Erleuchtung, mhm. aber wenn du das sagst, hat das noch was anderes. Mhm. Also es ist nicht egal, wer das sagt. Ich kenne viele Leute, die das sich damit zuhängen, mit den, ja, hey, und 2012, cool, da sind wir jetzt alle erlöst, ne, so. Super. Und es, mhm. Danke.